Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezockt, Spiel der WWE Supercards. Und ihr seht, ich bin schon mittendrin, PCC. Mein Platz werden wir gleich sehen. Gesamtpunktzahl 3972, mein Rang somit 2659. Ich bin gestern um 1 Uhr in etwa ins Bett, war da auf Rang 2422, bin heute Morgen dann gemütlich, habe ich ausgeschlafen, so gegen 9 das erste Mal geguckt, war dann Rang 2780, also ungefähr 350 Ränge runtergerutscht, das hätte ich nicht gedacht. Und trotzdem bewegen wir uns ja, schnell mal hier noch die Karten abgreifen. Und das heißt, trotzdem bewege ich mich hier in Range von der Survivor-Karte. Die werde ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen lassen. Dafür werde ich alles tun, dass wir den hier kriegen. Ich lunze so quasi noch ein ganz kleines bisschen auf Eddie Guerrero. Es sind ja nur 500 Plätze, die der vor mir ist. Darum schauen wir mal. Also neues Minimumziel, Sting. Neues Wunschziel, Eddie Guerrero. Wir warten einfach mal ab, wie alles kommt. Ich habe mein Deck ein bisschen angepasst, aber mir fällt was ein. King of the Ring hatten wir ja auch noch fertig. Ich bin ins Viertelfinale gekommen. Also ihr seht es jetzt, ich bin sogar bis ins Halbfinale gekommen. Wir gucken uns mal die Herausforderergruppe an. Ich habe eigentlich gedacht, hier hatte ich ja euch gesagt, dass ich gegen Felix verliere, aber hier hatte ich einfach nur Schwein, muss man tatsächlich sagen, weil, also im ersten Kampf, muss ich mal gucken, wie war das? Ach ja, erster Kampf hatte ich verpeilt, hatte ich nicht geboostet und weil es einfach zu spät dran war, hat Felix komplett gewonnen. Kampf 2 habe ich dann voll geboostet, damit hat er wohl dann nicht gerechnet, dass ich dann doch noch da bin und da habe ich den zweiten gewonnen und beim dritten haben wir dann beide voll geboostet und er das trainiert, wo er mich besiegen kann, ah ne, hier hat er nicht trainiert und darum habe ich nämlich hier auch Diva Tempo gewonnen. Tempo Charisma, das ist das, wo ich stark bin. Sein Pro eigentlich auch stark ist oder stärker ist, aber dadurch, dass er nicht trainiert war, habe ich gewonnen und bin überraschenderweise ins Viertelfinale gekommen, ins Halbfinale. Ich musste mich dann hier gegen Yusuf, der durchweg Platz 1 war, geschlagen geben. Venux ist auch ins Viertelfinale gekommen, hat sich dann hier gegen Rick geschlagen geben müssen und wie ist es ausgegangen? Ja, mein Gegner ist dann auch durchgekommen, aber Halbfinale heißt eine Survivor-Belohnung und die holen wir uns jetzt mal. Nee, die holen wir uns nicht hier, die holen wir uns hier. Und es ist Stardust. Wo ist die Cam? So, Stardust. Schöne Karte, kann man gebrauchen. Ich warte immer noch auf meine Survivor-Fusion, aber mit Stardust bin ich sehr, sehr zufrieden. Ist eine durchweg gute Karte und freue mich, die dann auch direkt aufleveln zu können. Vielleicht hebe ich so, nee, Survivor-Fusion dauert noch ein bisschen, bis ich da was rankomme. Wir können mal ganz kurz in mein Deck reinschnuppern. Warte, hier können wir, habe ich schon alles voll trainiert. Weil ich nichts zum Trainieren habe. Ja, darum werde ich jetzt da das weiter trainieren. Machen wir auch. Mit allem Neuen, was kommt. Also, meine beiden WrestleManias, meine 4 Survivor-Fusionen, meine 5 Legendär-Pros und dann 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Survivor-Karten. Ach so, 8. Irgendwo versteckt sich hinten noch der Stardust. Gerade eben war ich kurz zwischen Star und Goldust verwirrt. Ja gut, die eine Karte muss man jetzt da auch nicht reintrainieren. Können wir hier nochmal bei ungewöhnlich gucken. Wir gehen in den Kampf. Sieht man ja nächste Woche beim Road to Glory Deck dann deutlich besser, was für Karten man drin hat. Und hier machen wir 5-Punkte-Kampf. Ich kann meistens bei der PCC 5-Punkte-Kämpfe geben. Es gibt immer so eine Phase, da ist es ein bisschen leichter, finde ich. Und es gibt eine Phase, da ist es ein bisschen
bisschen schwerer, die 5-Punkte-Kämpfe zu nehmen. Und manchmal war ich dann halt auch auf 3-Punkte-Kämpfe auf. Das ist ein bisschen schlecht jetzt. Das heißt, die Runde werden wir verlieren. Ja, ich booste mal Härte. Normal hebe ich mir einen Boost. Ja, keine Chance. Na, wobei, je nachdem, was dran ist, könnten wir gewinnen. Diva Tempo. Nice, Schwein gehabt. Also ich habe mein Deck jetzt so insofern geändert. Ich habe... Was? Momentan spielen viel mehr, rutscht schnell die Ränge ab. So. Also mein Deck habe ich insofern... Wir wählen noch schnell einen Gegner. Na hier, also so, gegen so jemand würde ich jetzt nicht spielen. Meist suche ich dann einmal oder zweimal maximal. Und wenn es mich dann nervt, dann nehme ich halt den 3-Punkte-Gegner. Also lieber nehme ich den 3-Punkte-Gegner, als zu riskieren, zu verlieren. Aber gut, das muss jeder wissen, ob er sich durch die 5-Punkte-Gegner durchkämpft. Also, was ich eigentlich mache, ich bei Einzelmatch darf natürlich immer mein Bret Hart ran. Der ist so Bret Hart, dass er hier einfach die meisten Karten, die kommen, besiegen kann. Und darum booste ich da gar nicht mehr. Hab jetzt in meinem Deck Tempo-Charisma-Boost und Härte-Boost. Und das heißt, immer wenn die Diva kommt und mein Boost passt, booste ich die Diva. Und ansonsten booste ich halt nicht. Also Einzelkraft Charisma. Das ist jetzt eh der letzte Kampf, da können wir auch einen John Cena boosten. Und so komme ich momentan eigentlich ganz gut durch, dass wir unsere Punkte kriegen. Und wie gesagt, Ziel, neues Ziel ist auf jeden Fall, den Sting sich zu holen. Und dann sind wir sehr gut aufgestellt für die Road to Glory. Wobei dann wir wirklich mal langsam wieder dringend einen, nicht dringend wieder einen Survivor Pro brauchen, sondern mal einen Survivor Pro brauchen. Meine Survivor Fusion ist ja auch fertig. Morgen müsste es sein. Morgen Abend können wir gleich nochmal, genau. Da würde ich mir natürlich eine Survivor Pro auch wünschen. Ich hoffe, dass jetzt kein Tag-Team kommt. Danke. Und auch noch Kraft, was ich nicht boosten kann. Dann verlieren wir. Und ihr seht, ich kann auch 3-Punkte-Matches verlieren. Manchmal gehört einfach ein bisschen Glück dazu, dass halt eher Diva und Einzelkämpf kommt. Aber naja, manchmal läuft es auch einfach nicht. So, immer noch unseren Rang. Gezogen, das ist ja auch noch eigentlich interessant, können wir auch nochmal durchgucken. Also meine Fusion dauert, jetzt haben wir Sonntagvormittag, das heißt Montagvormittag, Montagabend ist sie fertig. Meine Karten, also ich kann mich diesmal nicht beschweren über die das, was ich gezogen habe. Ich habe zwar nichts Gutes gezogen, was ich gebrauchen kann, aber ich habe viel gezogen. Ich habe viel Epische gezogen. Ich habe jetzt gestern nochmal einen Ric Flair gezogen hier. Den habe ich noch nicht gepostet. Und sonst einiges, was jetzt wirklich hier halt an epischen Karten auch, ja, ich muss da mal aussortieren, was ich da so einen ganzen Dreck mit rumschleife. Und hier hinten bei den Unterstützern, auch da habe ich nochmal eine legendäre Leiter gezogen und halt den zweiten aufpumpen. Aber mit legendärer Leiter, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall, was wir dann irgendwann in die nächste Fusion stecken können, wobei das noch ein bisschen dauern wird, weil ich muss ja nochmal von vorne anfangen, wenn wir mit der Survivor-Fusion durch sind. Ich bin bis zur seltenen Fusion vorgedrungen, also die habe ich schon. Und machen wir mal hier weiter. Und darum wird es nicht mehr, brauchen wir noch die besonders seltene, die ultra seltene, die episch und die legendäre Kraft, das einzige, wo ich nicht boosten kann. Da bin ich auch froh, dass er seinen noch nicht trainiert hat. Dann Tag Team Tempo Charisma, da lassen wir die zwei laufen. Und Entschuldigung. Und Einzeltempo machen wir Boost drauf.
Und unser Bret Hart darf dann vollstrecken. So. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Aufregendes zu erzählen gibt. Auch hier J-Duck. Wollen wir mal J-Duck probieren. Ich bin jetzt auch über 10.000 Siege, also deutlich drüber. Tag Team boosten wir nicht. Hoffen, dass, oh, ein Survivors-Ding da kommt. Sehr schön. Der ist richtig gut, dass der schon mal weg ist, weil jetzt können wir hier, das langt nicht. Dean Ambrose, und der pumpt sich noch auf. tja, doof. Diva, da ist es dann auch egal, ob er eine gewöhnliche ins Rennen schickt oder nicht. Hätten wir doch lieber die sichere Variante genommen, die 3-Punkte-Variante. Das machen wir jetzt dann auch lieber. HB 2K, achso. Tja. Ich nehme die mittlere Variante, auch wenn der mit 15.000 Siegen auch schon recht weit vorne ist. Einzelkraft. Das gewinnen wir. Dann Diva, Härte, Charisma. Machen wir Härteboost für alle drauf. Plus 50. Mal gucken, er boostet Charisma mit irgendwas mehr wie plus 50. Tja, und es gibt's noch nicht zu verlieren. Ah, nein, wir gewinnen. Würde ich sagen, es hängt jetzt von den Werten halt ab. Es wird eine enge Kiste. Gut. John hat's gerettet. WWE 2K15, wer es vielleicht gesehen hat, spiele ich ja auch fleißig weiter. Kommt heute auch nochmal eine Folge. Also nach Supercards kommt Sonntag. Also mindestens heute nochmal WWE. Darum würde ich mich freuen, wenn er da auch mal reinguckt. Hey Mann, was kriege ich denn jetzt gerade für Gegner? Es gibt, wie vorhin schon gesagt, es gibt immer mal so Phasen, wo leichtere rankommen und Phasen, wo schwerere rankommen. Und ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall heute immer so nebenbei weiterspielen. Heute Abend 17 bis 19 Uhr machen wir ja Stream. Mal gucken, was wir machen, ob wir WWE machen oder Clash of Clans oder was ganz anderes. Dadurch, dass ich hier halt vorankommen möchte, ist durchaus möglich, dass wir WWE machen. Weil, naja, jetzt bin ich so nah an der Survivor-Karte dran, dann will ich sie auch haben. Und der legendäre Unterstützer dabei ist ja auch nicht verkehrt. So, nehmen wir die zwei. Da war er, der Kofi Kingston, The Miz. Ich bleib mal jetzt bei den 3 Punkten kämpfen. Entschuldigung. Und Tag Team von die zwei ran. Wow. Da bin ich froh, dass die jetzt raus sind. Jetzt hoffe ich nämlich, dass er nur noch gewöhnlich ins Rennen schickt. Einzel Charisma. Einen untrainierten Chris Jericho. Eine Kraft-Tempo-Diva. Okay, sehr schön. Ja, wäre echt schön, wenn ich den Eddie Guerrero kriegen könnte, aber ich denke halt jetzt in den Rängen wird das sehr, sehr eng werden und müsste mal wieder die ganze Nacht dabei bleiben. Da ich morgen arbeiten muss, ist das nicht so wahrscheinlich, dass ich das schaffe. Darum, also es sind ja nur 500 Plätze, die Eddie Guerrero kriegen. Ich denke, sehr, sehr viele werden halt dran arbeiten, John Cena zu kriegen und dann halt abrutschen. Und darum, ja, wird schwer. Wird schwer. Ich bin erstmal glücklich, wenn ich Sting krieg. Aber wenn ich jetzt natürlich die Chance sehe, mir den Eddie Guerrero zu schnappen, dann werde ich das machen.
werde ich euch natürlich, ich überlege gerade, werde ich euch es in Instagram zeigen oder die Überraschung hochhalten bis zum nächsten Video? Das muss ich mir mal überlegen. Weil will da ja die Spannungskurve hochhalten. Aber momentan ist es allein schon der 2650. Platz für die Steam-Karte sehr umkämpft. Gut, jetzt natürlich Sonntagvormittag, jeder hat jetzt Zeit und tja, versucht dann halt sich noch ein paar Plätze gut zu machen. Und die Amis, lass mich rechnen, ja, noch nicht sind alle wach, aber bald stehen sie dann auf und geben natürlich auch nochmal mit Gas. Das ist so das Schwierigste für mich. Eben hat er den Survivor oder den legendären Freddy Unterstützer gelegt. Der ist schwer für mich, weil, tja, der macht halt immer alles stark und Kraft kann ich nicht boosten. Das heißt, genau, wir verlieren. Ich bräuchte noch, wenn ich, warte mal, was gibt's denn für eine Belohnung auf, nee, 2x4, gell, gibt's neben Sting um 3999 Punkte, Kartenlimit erreicht, wo ist er? Auf Kraft und Tempo. Nein, Kraft und Tempo bräuchte ich nicht. Ich bräuchte Krafthärte. Dann würde ich alle vier Punkte mit abdecken. Oder ich ziehe... Oh, guck mal, Anthony. 1907 Siege. Er hat Eddie Guerrero. Wenn er den natürlich... Oh nein, gegen den will ich doch kämpfen. Wenn ich jetzt woanders hingehe, ist er weg. Schade. Die Gegner sind mir eigentlich am liebsten, weil die halt meist fünf Survivor-Karten, die untrainiert sind, im Deck haben. Und, ja. Meist die dann halt nichts können. Da haben wir ihn. Trainieren wir. Und dann machen wir noch einen abschließenden Kampf. Also egal, wen ich jetzt nachher dann vertrainiere für die Fusion, ich werde die Karten trotzdem auftrainieren. Ich habe gerade so viele Karten, ich habe auch noch so viele Platzhalterkarten, also Karten, die ich trainiert habe, wo ich dann in jemand anderen rein trainieren kann, weil ich einfach nichts ziehe, was trainierenswert ist. Sobald natürlich meine Fusion fertig ist, hoffe ich, dass ich irgendwas habe, wo ich rein trainieren kann. Hier, Andy, sieht mir auch noch einen guten Gegner aus. Man kann es immer schwer sagen, wer ist ein guter Gegner, wer nicht, aber wenn jemand da so eine legendäre Fusion hat, hoffe ich immer, dass er zweimal legendäre Fusion drin hat, weil dann ist er auf meiner Ebene und dadurch, dass ich halt die WrestleMania-Karten drin habe, besiege ich ihn dann ganz einfach. Und hier ist der zweite Legendär-Fusion. Meist haben sie dann auch noch eine dritte. Und da zeigt er sie uns nicht. Pribella gegen Pribella. Okay, ein Kampf. Machen wir noch einen schnellen Kampf. Gibt es noch? Und dann war's das für heute. Ich sag schon mal, seid später bei WWE 2K15 dabei. Seid heute Abend bei dem ja, sehr wahrscheinlich WWE-Stream dabei. Und Ben Hafenede, Hafenden, egal, wir spielen gegen den. Und natürlich drückt mir die Daumen, dass ich... Oh, wenn wir heute Abend streamen, können wir ein King of the Ring zusammen starten. Drückt mir die Daumen, dass ich was Gutes bei der Fusion ziehe. Und natürlich auch noch... Ich sag mal, mindestens mal die Survivor-Karte kriege, wenn nicht sogar besser. Und ich drücke euch natürlich auch die Daumen, dass ihr so weit wie möglich kommt und auch das zieht, was ihr haben möchtet. Und dann war es doch ein cooles, lohnenswertes Wochenende. Oh, beim Eddie Guerrero würde ich echt feiern. So, jetzt ziehen wir noch unsere Kärtchen. ...4009 Punkte... ...Big E und... ...Neux... ...dann sage ich jetzt wirklich, macht's gut, wir sehen uns, bis dann... ...und viel Erfolg!